Einen wunderschönen guten Tag. Wie du schon siehst, wir stehen im Schreibwarenladen. Das bedeutet Back to School Hall, beziehungsweise ja, ab aufs Gymnasium Hall. Clara kommt ja auf die neue Schule und da hat sie eine neue Liste bekommen mit vielen, vielen Sachen, die wir abarbeiten müssen. Und das machen wir jetzt zusammen. Alle sind nur noch so klein. Alle. Du brauchst alle. Ja, ich brauche alle. Clara, alle. Alle. Von denen da. Ja, alle den, von denen. Den hier? Ja, den da. Okay. Alle. Und von denen da auch oder nur von denen da? Muss ich gucken. Okay, mein Töchterchen. Ich dachte, du hast noch genug Buntstifte. Ja, halt, ich habe dann Buntstifte von der gleichen Farbe, aber ein paar sind dann zu klein und dann sind so noch klein und dann... Ja, dann brauchst du auch alle. Was? Clara hat gesagt, sie braucht alle einmal. Einmal bitte alle. Auch von den kleinen brauche ich. Gibt es hier die nicht irgendwie im Set, Clara, dass wir die nicht alle einzeln kaufen müssen? Das wäre ganz toll. Ja, da ist es schon. Okay, los geht's. Die gibt es ja auch in verschiedenen Marken, ne? Ja. Musst gucken, welche Marke du überhaupt haben willst, ne? Das ist doch gut, oder? Sind die denn dick genug? Das sind, glaube ich... Das sind die dünnen. Das sind die dünnen. Die dünnen brauche ich aber... Das sind dicke? Ja. Den Zwölfer? Mehrere. Okay, gut, dann müssen wir den Rest mal... Den Zwölfer und den hier. Da habe ich alle Farben. Willst du doch die dünnen dann haben? Nur die dünnen, weil meine Lehrerin aber sagt, dass man halt den dünnen und... Dicke Stifte braucht. Dünne und dicke. Ja, musst du wissen. Also wenn entweder du nimmst die oder wir nehmen die von da hinten eben. Wie du möchtest. Du musst ja mit denen malen, ne? Sind das nicht hier diese, die du so gerne magst? Stimmt. Die werden dann auch sehr, sehr gut. Die sind auch sehr, sehr gut. Hier sind alle Hauptfarben drin, oder? Hier, ja. Ja. Und hier ist das 24er Pack. Da hinten. Okay. Warte mal, dann nehmen wir den. Schon mal aufgemacht. Oh. Dann am besten einen, der noch nicht aufgemacht ist. Okay. Sind deine Lieblingsstifte hier, oder nicht? Ja, das sind meine Lieblingsstifte. Kannst du mir mal helfen, hier wieder so reinzutun? Ja, ich mach das. Oh, so. Dankeschön, mein Schatz. Super. Okay. Dann Anspitzer. Anspitzer brauchst du neu? Okay, dann machen wir erstmal das, was du alles neu brauchst und dann machen wir deine Liste, ja? Ja. Weil Clara hat natürlich eine neue Liste bekommen. Radiergummi habe ich noch zu Hause. Am besten so ein Anspitzer, wo es auch reinfällt. Also ich habe Clara gesagt, sie soll sich eine Liste machen mit Sachen, die sie sowieso jetzt noch braucht für die Schule. Und zusätzlich haben wir von der Schule eben diese Liste bekommen mit Sachen, die sie auf jeden Fall auch noch braucht. Und die abarbeiten wir. Die arbeiten wir ab gleich auch noch. Und Johann ist auch noch da irgendwo hinten. Der braucht natürlich auch noch ein paar neue Sachen. Aber von ihm habe ich keine Liste bekommen, von seiner Schule. Ich habe selber eine Liste gemacht. Genau, er hat sich dann selber jetzt eine kleine Liste gemacht mit Dingen, die er jetzt noch zusätzlich braucht, nochmal nachfüllen muss, so wie Kleber, Radiergummi und solche Sachen. Und dann kriegst du deine Liste aber erst bei Schulbeginn. Ja. Ja, kann man dann auch nochmal extra losfahren. Aber wir lieben es, Schulsachen einzukaufen. So, Clara, zeig, was hast du? Brauchst du einen neuen Anspitzer? Ein Anspitzer, ja. Mein einer Anspitzer ist kaputt gegangen. Oh, okay, Anspitzer können kaputt gehen. Wenn man sie so exzessiv benutzt wie Clara, die ja wirklich viel bastelt und malt, dann kann das schon passieren, ne? Geodreieck habe ich. Genau, Geodreieck steht auch hier auf dem Zettel, aber haben wir noch zu Hause, deswegen brauchen wir das hier nicht kaufen. Brauche ich ein kleines? Ja, ich brauche ein kleines. Ein kleines braucht man, glaube ich, immer, ne? Ja, ich glaube, es gibt so flexible, genau, die sind dann flexibel. Nicht, und es gibt welche, die sind so hart. Ich möchte hart. Hart, ne? Weil die flexiblen irgendwie mir immer so wegrutschen. Ja, aber dafür gehen sie nicht so schnell kaputt wahrscheinlich. Ja, aber wenn sie so knicken, dann muss man es irgendwie gerade halten. Okay. Ist dann einfacher mit so an. Steht noch irgendwas auf deiner Liste? Sonst fangen wir mit meiner Liste an. Welches ist hart? Der. Der ist nicht flexibel. Ja. Aber der ist sehr lang, ne? Der passt, glaube ich, gar nicht in deinen Schulranzen. Ist der hart? Ja, der ist hart, oder? Nee, nee, ist flexibel. Da steht sogar extra, guck, ist flexibel. Dann gibt es nur noch den Holz. Aber weiß ich nicht. Aber der ist doch nicht flexibel. Der ist nicht flexibel. Ach, der ist nicht flexibel. Und davor ist hat der sich nicht versteckt. Guck mal, da wollte einer einen flexiblen kaufen. Beziehungsweise eigentlich nicht, aber hat er sich den genommen. Dann hat er gemerkt, und dann hat er den hier drauf gemacht. Das ist typisch. Okay, Lineal haben wir auch. Check. So. Also.
Wir können anfangen. Okay, Postmappe. Brauchst du noch eine neue oder hast du noch? Ja, meine Postmappe sieht richtig schlimm aus. Okay, ich will es gar nicht wissen, Clara. Also, da. Ja. Es gibt halt keine. Gibt nur die, ne? Ja, gibt nur die. Okay, dann nehmen wir die Postmappe. Sieht auch nicht schlimm aus. Jede Postmappe ist gelb. Oh, College-Block, ne, Clara? Fängt schon an mit College-Block. Ach so, so ein... Wo sind College-Blöcke, Clara? Liniert und kariert, jeweils mit Rand. Hier sind College-Blöcke, guck mal. Ah. Kariert. Mit Rand, musst du gucken, mit ne? Mit Rand, so, mit so Abschnitten? Ja. Ja, dann ist es der, oder? Ich glaube, es gibt welche mit noch dickerem, also mit breiterem Rand noch. Guck mal hier auf der Seite. Hier sind auch noch College-Blöcke. Hier sind auch ganz viele mit Rand. Wo denn? Da hinten. Die sind nämlich hier ohne Rand irgendwie, oder? Muss einfach ein Strich dadurch sein, oder? So ein dicker. Genau, also am Rand halt so ein Rand, ne? Dass du da dann nicht drüber schreibst. An beiden Seiten? Ja, das ist die Frage. Eigentlich gibt es ja welche, die nur an der Seite einen Rand haben. Aber das stand da jetzt nicht drauf. Also nimm einfach so das. Kannst dir eine Farbe aussuchen. Schwarz ist ein bisschen liniert und kariert brauchst du. Pink! Pink! Ist Pink gut? Ja, da ist auch ein Strich durch, oder? Genau, das ist auch ein Rand. Okay, einmal kariert hast du jetzt, ne? Ja, kariert und. Dann brauchst du noch liniert auch noch einen. Liniert sind die hier auch. Pink. Hier auch. Genau. Dann haben wir das schon mal abgehakt. Federtasche hast du ja noch. Das brauchen wir nicht mal kaufen. Das habe ich ja beim Schulranzen dazu bekommen. Ach stimmt, Clara hat ja auch einen neuen Schulranzen für die neue Schule bekommen. Und da ist natürlich auch deine Federtasche eine passende dabei. Bleistift? Bleistift, also den, den ich immer habe, ja. Und auch normal für Zeichnen. Okay, dann brauchen wir jetzt... Und ich bin ganz überrascht, dass es dort extra steht. Pappschnellhefter. Uns wird keine Wahl gelassen, quasi. Kenne ich gar nicht, also sonst, weiß nicht, stehen da immer nur Schnellhefter in verschiedenen Farben. Jetzt steht extra Pappschnellhefter. Also, Clara, wo sind die Pappschnellhefter? Pappschnellhefter. Hier sind die Pappschnellhefter. So welche? Gehen die nicht irgendwie schneller kaputt? Weiß ich nicht. Also, ich muss ehrlich sagen, ich habe sie auch immer ungern benutzt in der Schule. Ich hatte immer die Plastik. Na gut, ich lese dir die Farben vor, du nimmst. Ja. Also. Ich bin bereit. Blau für Mathe. Hellblau oder dunkelblau? Kannst du aussuchen. Hellblau finde ich besser. Gelb für Englisch. Gelb? Gelb gibt's nicht. Was? Oh nein. Okay, da müssen wir überspringen. Braun für Geografie. Gibt es. Lila für Theater. Lila? Ja, lila. Theater? Ja. Es ist eine coole neue Schule, wollte ich nur dazu sagen. So, schwarz für Philosophie. Okay. Grün für Biologie. Grün für Dunkelgrün, ich finde jetzt dunkelgrün besser. Und grau für Musik. Grau? Habe ich jetzt? Ja? Das ist doch weiß. Ja, grau oder weiß. Ja, aber vielleicht kommt da ja noch was Weißes. Nee, das war's schon. Okay. Ja, das war's. Okay. So, dann haben wir alle, ne? Außer welche hat noch gefehlt? Gelb hat er gefehlt, ne? Oh. Oder du suchst dir... Da gibt's ja echt kein Gelb. Oder ist das irgendwo drunter gerutscht? Hast du alle schon? Pappschnellhefter muss es sein. Ja. Sonst fragen wir gleich mal, vielleicht haben sie ja noch gelb. Ja. Okay. Dann tun wir das erstmal hin. Achso, dein Englischbuch oder Workbook habe ich schon besorgt. Ja. Ein liniertes Schreibheft brauchst du. Also ein kleines? Steht hier nicht. Steht hier nur ein liniertes Schreibheft. Johann, was ist ein liniertes Schreibheft? Was braucht man auf dem Gymnasium? Johann kennt sich aus. Da nimmt man auch noch keine kleinen Schreibhefte mehr. Solche. Nee, das sind ja College-Blöcke. Hier, diese Schreibhefte da oben. Ja, Schreibhefte. Dann nimmt man groß, ne? A4, oder? Ja, immer solche. Und zwar
Genau, ein Schreibheft braucht sie jetzt einfach. Und für Englisch. Lehrer mögen sehr gerne, wenn da so ein Rand ist. Dann kriegst du sie. Kariert oder liniert? Liniert. Für, okay. Für Englisch ist das, ja. Liniert. Und für Deutsch wahrscheinlich auch. Nee, warte, ich bin noch nicht so weit. Für Deutsch zweimal Schreibhefte A4, 25er steht hier extra. Ja, 25er. Oh, Johann hat echt die richtigen genommen, das gibt's ja nicht. Zwei Stück brauchen wir. Ja, haben wir doch. Ja, eins ist ja für Englisch und so, dann brauchen wir nochmal zwei. Also jetzt noch eins. Also jetzt noch ein. Und eigentlich brauchst du dann noch eins für Englisch dann. Nee, Englisch steht dann nur eine. Naja, aber für Nachschub, man braucht immer bei Englisch und Deutsch immer Unmengen an Heften. Auch bei Mathe. Oh, Johann. Hast du bei Mathe auch hier genommen? Da kennt sich aber jemand aus mit dem Gymnasium. Ja, habe ich. Schule. Du musst jetzt schon ein Jahr durchhalten und dann. Nee, du hast ja schon zwei Jahre hinter dir, mein Schatz. Stimmt. Jetzt kommt schon die Oberstufe, ne? Nee, die Mittelstufe. Ja. Wie heißt das? Mittelstufe kommt jetzt schon für Johann. Bin gespannt, was du dir da gleich noch alles holen musst hier. Was als nächstes? Okay. Materialliste Kunst. Mindestens ein Bleistift 2B. Oh. Ja. 2B. Jetzt müssen wir erstmal einen Bleistift finden. Bleistift. 2B. 2B. Hier ist auch. Oh. Mein Künstlerauge. 2B, oder? Ja. 2B, genau. Mindestens einen steht da. Also, hast du noch einen zu Hause? Nee, sonst dann am besten zwei, genau. Oder? Hast du Radiergummi noch? Ja, habe ich. Nimm so eins. Noch. Aber sie hat noch. Anspitze hast du gerade genommen. Schwarzer Feinliner hast du noch, ne? Das ist sowas hier. Habe ich jetzt gelernt. Lieber noch am besten noch einen, weil ich nehme ihn immer zum Basteln. Ja, ja, okay, dann nimm den mit. Buntstifte haben wir gerade gekauft. Habt ihr schon Marke? Schere? Hast du noch? Schere. Ich habe auch noch ein paar Scheren, da können Sie ruhig anfangen. Haben wir ganz viele Scheren. Klebe. Kleber brauchen. Oh, da müssen wir nach da ganz hinten. Ich war ja hier schon mit Elisa. Deshalb weiß ich, dass wir nach da hinten müssen. Da hinten. Da hinten. Da. Da hinten. Da hinten. Da hinten. Da hinten. Da, da hinten. Ja, da. Ach so, da. Ach, ja, da. Habe ich auch nicht gefunden beim ersten Mal. Klebestift. Johann, kannst du auch schon mitnehmen, falls du brauchst. Dann brauchen wir nicht gleich nochmal her. Mittel, groß, klein? So wie du das am liebsten hast. Mittel. Ich nehme groß immer nimmt mit. So viel Platz. Ich nehme immer klein, weil. Ja, aber die gehen zu einfacher zu arbeiten. Zu leer. Aber dann nehme ich einfach mehrere. Ja, kannst du auch für mich ein paar mitnehmen? Ja, nimm dir doch bitte selber. Ich habe doch direkt gesagt, du musst dir... Nehme ich zwei. Ja. Okay. Einen zum Notfall. Die sind aber nur für Clara, ne? Also falls du brauchst, musst du selber. Johann. Aha. Mami, weiter. Hast du es dir gerade in die Hosentasche gesteckt? Kannst du das bitte lassen, Johann? Oh mein Gott, so einen großen Sohn zu haben. Ich habe schon einen richtig großen Sohn. Der ist auch so richtig witzig und so. Achso, es geht weiter. Also, Kleber, DIN A3 Mappe für deine praktischen Arbeiten. Also diese typischen Mappen, diese großen. Brauchst du davon eine neue oder? Da. Ach so, die solche. Oder die? Da, es gibt auch solche. So Dinge gehen immer schneller kaputt als die Plastik. Ja, mein einer ist schon kaputt. Ja. Nämlich. Ja, dann such dir davon eine Farbe aus. Hatten wir auch bisher noch nicht. Finde ich auch sehr, sehr hübsch. Lila. Lila. Ist auch der letzte. Sehr beliebt offensichtlich die Farbe. Okay. DIN A4 Schnellhefter weiß mit leeren Blättern. Oh. Oh nein. Was? Aber hier steht nicht Pappschnellhefter. Also nehmen wir einen normalen Schnellhefter. Ja, ich bin richtig schlau. Komm. So. DIN A4 Schnellhefter weiß. Hier. Mit leeren Blättern. Also weiß. Weiße leere Blätter müssen wir dann da reinmachen. Ja, das hat ihr später. Weiße leere Blätter. Oder der hier. Nein, den haben wir schon für grau genommen, weil es hier kein Grau gab. Achso, noch so einen Farbmalkasten brauchst du nicht, ne? Den hast du noch voll. Einen Lappen? Hey, hast du schon einen Lappen? Zu Hause, ja. Okay. Becher für Wasserfarben? Ja, hab ich. Pinsel? Oh, das sind bestimmte Nummern. Da müssen wir die jetzt so kaufen. Genau, wo die Pinsel waren hier. Genau, ich lese dir vor die Nummern und du nimmst mit. Nummer 4. Hier, 4 unten. 10. 10.
4. Ja. Das ist doch 10. Okay. Das ist unterschiedlich. Hier stehen doch die Nummern drauf. Ach so, warte mal. Borstenpinsel. Also wir sind erstmal hier unten. Genau. So, Borstenpinsel. Okay, okay, okay. Okay, also Borstenpinsel 4. Ja, hab ich. 10. 12. Ich muss hier unten gucken. Ne? Hier unten stehen die Zahlen. 12 und 14. Der hey, habe ich ja falsch genommen. 14. So, da. Also, hallo, Mama. Ah. Na, mein Schatz? Ja, aber dann habe ich zweimal den gleichen oder sind das? Also. Ich glaube, die sind nur ein bisschen unterschiedlich. Na, guck doch mal hier drauf. Das müsste bestimmt auch nochmal hier drauf stehen irgendwo. Hier, das ist eine 10. Siehst du? Da steht eine 10. Und dann brauchst du noch eine 12. Aber da steht doch 14. Ach so. 14. 4, 10, 12 und 14. Und 14. Okay. Wir haben jetzt 14, 12, 10 und 4. Sehr gut. Okay. Dann machen wir jetzt noch Haarpinsel, Clara. So, Haarpinsel. Und zwar 2, 6 und 10. Diese hier, oder? Und den hier. Das sind auch Haarpinsel. Haarpinsel steht hier nur. Haarpinsel. 2, 6 und 10. Ich glaube, das sind alles Haarpinsel. Und ich sag die Nummern. Los geht's. 2, 6 und 10. 2. 2. Nee, das ist wieder Borstenpinsel, ne? 2. 6. 6. Und 10. Und 10, das ist falsch. Das ist. Guck mal, zeig mal jetzt. Das ist aber ganz schön dünne, ne? Ja. Deshalb sind es ja auch irgendwie auch Feinhaarpinsel. Aber die Synthetikpinsel sind da schon wieder so. Sonst nehmen wir die auch in 2, 6 und 10 mit. Nicht, dass wir doch falsch liegen. 2, 6 und die hier sind 10. Okay. Da haben wir jetzt alle Pinsel? Ja. Großen Schuhkarton, Schutzkleidung. Schuhkarton nicht, Schutzkleidung nicht. 4 Euro müssen wir noch mitbringen. Ich glaube, das war's. Das war's schon? Sportkleidung kaufen wir nicht hier. Das ging ja schnell. Claras ist voll. Und jetzt ist noch Johann dran. Was brauchst du, mein Schatz? 9. Ach, deine geliebten Hefte. Guck mal, wir haben die gleich weggekauft alle, ne? Sind nicht mehr viele da. Ich werde auch jetzt alle wegkaufen. Nein, du kannst ja nicht alle wegkaufen. Doch. Was? Du willst alle Hefte wegkaufen, Johann? Warte, 1, 2, 3, 4. Für jedes Fach, oder wie? Nein. Ich brauch 4. Okay. Das okay, 4. Johann lässt noch 2 übrig. Das dann, ist total gütig. Dann brauche ich jetzt noch Mathe. Guck mal, bei Johann muss ich gar nicht mithelfen. So ist das bei großen Jungs. Ja. Die schon auf die Mittelstufe gehen. Da muss die Mama nicht mehr mit so einem Zettel rumlaufen und gucken. Und da läuft er selbst mit einem Zettel rum und guckt. Das ist sicher, ich bin so stolz auf ihn. Ich liebe aber auch mein Baby und Elisa und Clara. Also dieses ganze verschiedene an Altersgruppen ist super spannend. Ich liebe das. Was hast du geholt? Schwarze Mappe für Spanisch. Spanisch wollte ich dir auch noch erzählen. Zweitsprache, die Johann sich ausgesucht hat, ist Spanisch. Wie cool ist das? Ich bin ganz gespannt. Also kann ich ja gar nicht. Justus und ich, wir können ihm dann gar nicht helfen. Das muss er ganz alleine machen dann. Dann brauche ich jetzt noch ein Radiergummi. Aber die coolen waren, glaube ich, hier. Oder? Cool? Beziehungsweise die, weiß ich nicht. Oder nimm die anderen, wie du möchtest. Ich habe immer die Hälfte übrig. Ja, dann finde ich gut, dass du so denkst, Johann. Nicht verschwenderisch. Oder nimmst du hier so eine Erdnuss, Johann? Die Nüsse und einen Fußball. Damit kann ich immer Unterricht Fußball spielen. Ernsthaft jetzt? Nein! Nein, das war ein Scherz, Johann. Fußball weg, die Erdnüsse sind gut und das hat. Was hast du denn jetzt genommen? Das sind echt die Erdnüsse. Sind die gut oder nicht? Jeder nimmt die, dann müssen die ja. So müssen die ja gut sein, die Erdnüsse zum Radieren. Okay. So, was brauche ich denn jetzt noch? Ich brauche Anspitzer, habe ich schon. Ich brauche Buntstifte. Buntstifte? Buntstifte. Musst du nicht auch die teuren nehmen, sag mal. Will ich denn die verbleichten nehmen? Hier gibt's doch noch, warte mal, oder, ach, die sind doch gar nicht so teuer, oder? Das sind die 10-Euro-Dinge. Die hier sind ja doch teurer. Zeig mal.
Das, gut, da sind fast natürlich auch... 34 Euro? Ja, das weiß man, wie teuer euer Einkauf immer ist, da mit euren Schulsachen. Aber sind die besser? Die sind viel, viel besser als die anderen. Ja, dann nimm die Packung dahinter. Weil die war schon irgendwie auf, die hatte sich Clara auch schon ausgesucht. Aber du hattest doch noch welche, oder nicht? Alle sind runter gemacht. Okay, runter gemacht. So. Brauchst du noch was? Guck mal, unser Korb ist schon so voll hier. Ein bisschen zur Seite, die Leute wollen ja durch. Oh, ich habe jetzt noch eine Federmappe. Ach, stimmt. Johann wollte sich eine neue Federmappe aussuchen. Er hat natürlich schon Federmappen aus der Grundschule, aus dem Start im Gymnasium. Aber das ist jetzt natürlich mittlerweile nicht mehr so cool. Mit so Dinos drauf und so. Ich ne? hatte keine kann er sich. Nein, okay, nein, was hat das so drauf? Eines Auto. Aus der Grundschule ja. hatte ich ein Auto. Ja, genau, Auto. Und dann, die nächste ist verschwunden. Sie ist verschwunden? Und seit eineinhalb Jahren hatte ich keine Federtasche. Warum sagst du denn nichts? Hätten wir doch noch eine besorgen müssen. Ja, ich kann damit zurecht. Also mein Sohn hatte seit eineinhalb Jahren keine Federtasche in der Schule. Was soll ich dazu sagen? Aber jetzt sucht er sich eine neue aus. Okay, ist verschwunden. Wie kann sowas verschwinden? Wo gibt's Federtaschen? Da! Hier und gibt's nicht noch ein bisschen coolere Muster? Das Cooleres. Ja, das ist natürlich jetzt langsam schwierig, ne? Ein Cooleres. Willst du denn so eine Mappe oder so sowas? Nein, ich meine jetzt von der Form, Johann. Willst du das hier? Oder willst du das? Ja, genau. Oder nein. Willst du das hier? Ja, oh, das ist doch süß mit dem Piraten. Das hätte ich dir ausgesucht. Oder das hier. Ja. Ja, sag mal, welche Form wolltest du? Von dieser Form her. Die beiden. Die oh. Gut. Okay, das... Sowas finden Jungs aber von der, in der Mittelstufe. Von der Be- cool. Ja, du mit deiner Mittelstufe. Ich bin stolz drauf. Ja. Achso, wolltest du jetzt haben oder nicht? Nein. Achso. Ich suche eine. Doch nicht cool genug. Mit einem besseren Farbverlauf. Ach ja, Johann ist mittlerweile auch sehr wählerisch. Was Klamotten, Schuhe, Fashion allgemein. Farbverläufe findet er sehr, sehr wichtig und spannend und je nach Farbe und je nach Verlauf ist es cool genug oder eben nicht. Dann bin ich aber jetzt gespannt, wofür du dich entscheidest. Falls du hier nichts findest, können wir auch nochmal sonst woanders gucken. Das ist eine Federtasche, also das ist jetzt nicht so. Ach so, ist jetzt gar nicht so wichtig, okay. Alter. Johann. Na, guck mal, hier gibt es sowas mit so orange. Das sieht aus wie so eine Mädchenfeder. Ach so, okay. Entschuldigung. Ich mal auf so ein Drama draus zu machen. Ich mache kein Drama. Ich finde es nur schlimm, dass du die ganze Zeit kein Mäppchen hattest und ich habe das gar nicht mitbekommen. Ja, du hast dich nicht beschwert, mein Schatz. Da sind auch noch welche, genau. Weil ich bin ja kein Kind mehr. Nein. Kinderdesigns gibt es aber dafür zuhauf, ja. Schon auch echt süß. Ich bin froh, dass ich noch solche Sachen einkaufen kann für meine kleineren Kinder. Ich liebe ja sowas. Und Johann sucht sich seine Sachen schon selber aus. Tja, habe ich nichts mehr mitzureden. Johann sucht Federmäppchen. Er kriegt ein neues Federmäppchen, weil er hat gar keins. Wieso suchst du nicht hier? Nee, das findet er nicht so schön, die Mädchenfarben da, Elisa. Nein, hier sind schwarze. Ja, das mag er nicht so gern. Achso, welches hast du denn jetzt ausgesucht? Das ja, das ich ausgesucht. Du kannst ja mal aufmachen, wie das eingeteilt ist, aber das interessiert dich wahrscheinlich gar nicht, ne? Hab ich schon. Achso, okay, gut. Ja, mit so einem großen Sohn einzukaufen ist nochmal was anderes als mit so kleineren Kindern. Hast du alles? Oder willst du noch gucken? Ich gucke noch ganz kurz, ob es hier irgendwas gibt, was ich noch gebraucht. In der neuen Schule muss man ja nicht mehr mit Füller arbeiten. Also da stand nichts von Füller. Ja. Ich bin sowieso gespannt. Ja, ne? Ja. Neue Schule, was die so machen und so. Sehr, sehr spannend, mein Schatz. Ich freue mich schon auf deinen ersten Tag. Eigentlich ist das ja so eine kleine Einschulung auch. Ne? Eine große Einschulung, oh mein Gott. Ja. Ja. Wir haben auch schon ein Einschulungsoutfit. Und mal gucken, vielleicht bereite ich noch was anderes vor. Mami, als du in der Schule warst, konntest du da gut mit Füller schreiben? Ich musste. Also ich finde, damals musste man noch richtig mit Füller schreiben. Ja, jetzt mittlerweile... Ja, besser, aber ich kann damit nicht schreiben. Ja, aber du schreibst doch immer mit Kuli. Ja.
Und ich musste damals mit Füller schreiben. Da gab es gar keine Wahl. Kann ich diesen Füller mitnehmen? Der liegt sehr, sehr gut in der Hand. Probier den doch erstmal aus. Ach, guck mal, da ist sogar Tinte drin. Ja. Also mit dem kannst du gut schreiben. Ja. Mach mal so Kriegelkragel. Das so kratzt aber auf dem. Nee, ne, kratzt gar nicht. Das hört sich gut an. Das ist das Normale vom. Ja, ist ja. Gut. Wenn er dir gefällt. Brauchst du noch Tintenkiller? Oder ihr dürft ja gar nicht Tintenkiller. Das ist ja auch ganz komisch. Ich darf Tintenkiller. Darfst du doch? Ja, nur nicht in der Arbeit. Finde ich auch komisch. Und darf man keinen Tintenkiller in der Arbeit? Weil sonst kann man ja einfach nach dem Arbeit machen und dann sagen, das war. Ach, dann kann man so nachträglich das wegmachen und so tun, als hätte man das in der Arbeit gemacht. Damit haben die Lehrer Probleme. Das war bei mir damals nicht. Da durften wir immer Tintenkiller benutzen, auch in der Arbeit. Nach der Arbeit. Ja, nach der Arbeit auch nochmal erst recht nochmal. Alles so. Du stöberst nur noch so ein bisschen, habe ich das Gefühl, ne? Kannst du auch gerne machen. Ich habe gesagt, ihr sollt gucken, was ihr noch so braucht. Ja, ich brauche doch keinen Füller. Das ist klar. Sie guckt sich ein bisschen um. Achso, Johann, apropos. Aber noch, ich wollte noch fragen. Ja. Für Elisas Schultüte, ne? Hast du da irgendwelche Ideen? Was hättest du richtig cool gefunden, wenn es in deiner Schultüte gewesen wäre? So ein Kuscheltier oder so. Ich bin kein Kuscheltier-Fan, aber für Elisa. Ja? Und was für ein Kuscheltier? Kannst du gleich mal gucken? Sie. Ja, ich gucke nach Sachen. Okay. Weil das wäre natürlich cool, wenn ich das hier heute auch schon fertig mache. Ja, okay. Ah ja, das hatte ich früher auch. Das fand ich auch richtig cool, diese... Ja. Ja, wie nennt man das? Taschenlocher. So heißt das. Man ist jetzt ein echter Profi. Ich bin ein Profi. Ich war schon so oft jetzt im Schreibwarenladen. Für mich und jetzt auch noch für meine Kinder natürlich. Hier gibt es auch noch schönere Farben, Johann. Genau. Wir haben alles. Dann würde ich sagen, Mami hat es geschafft. Als nächstes folgt die Einschulung von Elisa und natürlich auch die Einschulung von Clara. Das wird alles super spannend. Aber ich würde sagen, für heute verabschiede ich mich. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.